Damit willkommen zum Let's Play Slender the Arrival, heute in der sechsten Folge. Ja, Tobias ist auch da, wie immer. Nein, ich bin abwesend. Da. Und ich beginne heute wieder mit dem Spielen. Das kennen also wir ja stellt schon. Euch auf Schreieinheiten von Masterlum, Ängstlichkeiten um nicht mehr Weiterrennigkeiten ein. Ja, und diesmal wirkt das Ganze auch ein bisschen besser, denn wir haben ja, wie ihr schon bestimmt gehört habt, oder irgendwo anders gehört habt, zwei Headsets. Das heißt, das läuft alles ein bisschen schneller. Und die Emotionen. Das Spiel läuft ja nicht schneller, nur nee, wir reden ich meine, schneller. Ja, die Emotionen an sich, die kommen dann viel besser raus. Damit dann schon mal das Headset übergeben ist. Und ich sitze hier total. Ja, wunderschön. Wir wechseln, wenn ich gestorben bin, ist der Tobias wieder dran. Wie wir das in den letzten Folgen auch gemacht haben. Ja, aber kannst du mal an den Rollern ein bisschen... So, ich mache jetzt mal dunkel. Oder ist es hier echt so dunkel? Soll ich ganz dunkel machen? Nein, nicht ganz dunkel. Oh, das ist doch cool. Ich will's ganz dunkel. Stopp. Das reicht. Ja, ich... Das reicht. Ich will mich in die Situation hinein. Ja, ich nicht. Ja. Ey. Guck mal, das Wasser läuft aber ziemlich flüssig hier. Oder sieht es nur so aus? Ja. Oh. Die Windrichtungen ändern sich sehr schnell. So sieht sie aus. Oh Gott. Das war nur Schmetterling. Ja, ich weiß, habe ich auch gerade gemerkt. Aber ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ja, natürlich. Blue Ice Studios macht vor allem in dieser Folge hier gerade ziemlich viel Werbung im Rand. Das will einfach nicht weggehen. Cool, da sieht man schon, wie lange wir aufgenommen haben. Das ist gut. Geht es mal weg, oder? Ja, irgendwann mal. Ah, da ist eine Seite, oder? Für immer da. Ja, wenn wir sterben, geht's weg. Das ist gut. Ja. So, ich hab übrigens... Ich denke, hier sollten wir mal als erstes hin. Zu diesen schweren Stellen. Da. Wo gehst du denn hin? Ja, hast du die Leiter schon eingesammelt? Nein. Ich war doch eben da. Ich weiß, ich hab mich irgendwie total verlaufen. Ich hab keine Ahnung, wo die ist, aber der... Noch ist Slender nicht da. Der Slenderman kann aber schon mal, bevor wir überhaupt eine Seite eingesammelt haben, das weiß ich noch. Bin ich mir sicher, da hast du nämlich eine Seite eingesammelt und dann stand er direkt hinter dir. Hallo? Wo ist das? Ein Sturm? Ja. Okay, sei le- ja. Warte, geht's noch weiter? Oh. Ich bin mir sicher, hier war doch irgendwo eine Seite. Hast du denn schon eine gesehen heute? Hier, da. Nein. Jetzt, wo du bist. Natürlich, nein. Ja. Hätte ich eine gesehen, hätte ich sie allerdings Nee, ich glaube, hier ist keine. Oh. Da hat der Slendy uns verarscht. Der Slender hängt die Seiten ja, glaube ich, gar nicht auf. Ach, der hängt sie bestimmt auf. Der hängt sie... Engt sie auf, um uns zu ärgern und mobbt uns dann und nimmt sie wieder weg. Da ist aber was. Das ist der Stein. Ich habe mir mal eine Karte im Internet angeschaut. Nur eine Karte. Nein, nur eine Karte. Und da war wirklich. Geh mal ein Stück nach vorne. Genau so. Da war wirklich alles auf dem Weg. Man konnte alles auf dem Weg erreichen. Hell? Dunkel. Hallo, das war. Man konnte alles auf dem Weg erreichen, aber ich bin echt so dumm und merkt es nicht. Wenn wir die ganze Zeit dem Weg folgen, finden wir aber nicht alle Seiten. Doch. Das ist nein. Es liegt alles auf dem Weg. Ja, aber wir haben so oft waren wir schon an derselben Stelle. Ja. Und schon so viele Leute, die es gespielt haben, haben es direkt nach 3-4 Folgen geschafft. Wir sind halt nicht andere. Ja, wir sind andere, aber trotzdem, wir sind schlecht. Ich bleib jetzt, also der Sender sollte ja hier noch nicht kommen, deswegen bleib ich ja einfach hier drin. Ja, genau, du versteckst dich. Nee, ich suche wirklich alles ab, weil. Achso, da. Weil wenn wir dann das nächste Mal hier reinkommen, dann wissen wir sofort, wie die Seite ist. Verstehst du? Nein. Oh, hier war eine Runde pissen gehen. Ja. Hast vergessen zu spülen, aber egal. Schleck. Oh, die geht nicht auf, da ist bestimmte Seite drin. Ne, dann wird sie aufgehen. Das ist tricky. Schöne Waschbecken.
Oh. Wo ist die drin? Wir müssen es merken. Cargo Express. Hinter den Spinden. So, jetzt mich geht's los. Aber ich weiß nicht, wo es rausging. Wow, hier geht's glaube ich überall raus. Da. Da geht's raus. Jetzt steht er auf einmal da. Das wär's. Unauffällig raus. Von wo sind wir gekommen? Wir sind von da gekommen. Das heißt, wir gehen hier einfach weiter. Where is Landy? I don't know. Oh. Oh. Jetzt hast du ausgemacht. I'm afraid. What's that? Oh, ein Felsenmeer. Cool. Aber wieso leuchtet das? Das macht mir ja Angst. Das ist der Nebel, der alles beleuchtet. Oh. Das ist tricky. Das heißt, ich bin hier umsonst reingelaufen? Vielleicht. Ich glaube schon. Aber hier gibt's bestimmt eine Seite. Wieso nicht? Wieso doch? Oh. Hm. Ah, oh, ne. Da ist der Weg. Ja. Links oder rechts? Beides. Boah. Der Nebel, der mobbisch. Oh. What the fuck? Deshalb sollte die Taschenlampe nicht aus. Oh, oh. Scheiße, es geht schon bei der ersten Seite los. Nach 7 Minuten fast. Oh. Haben wir schon mal die Hälfte der Folge ungefähr damit verplempert, eine Seite zu Aber finden. Dafür wissen wir jetzt, wo die eine Seite ist. Ja. Da kannst du dann zuerst suchen. Oh. Oh. Party. Du machst deine Taschenlampe kaputt, das ist nicht das gut. Das ist mir egal. Die geht doch nicht kaputt. Ah. Oh. Da dürfte eine Seite sein. Ich weiß, aber ich habe wieder Angst. Oh. Sieht uns ja niemand. Der hat sowieso keine Augen, der Trottel. Ja, aber trotzdem findet er uns. Ja, weil wir Geräusche machen. Ach. Wenn wir die ganze Zeit nur stehen bleiben würden. Wenn ich einen Kilometer woanders bin. Wenn ich einen Kilometer weg von dir bin, höre ich dich doch auch nicht. Der Slender kann alles hören. Ja, anscheinend schon. Weil es gibt ja eine Seite, wo drauf steht, hier ist no eyes. Und mit den Seiten gibt es ja Informationen zum Slendy. Da ist ein Zaun. Da ist noch mehr Zaun. Wo ist... Da ist ein Slendy. Oh, fuck. Renn, renn, renn. Burn, baby, burn. Super. Oh, ein Baum. Ah, ah, ein Slender. Oh, boah. Ein Weg. Jetzt hast du mir ins Geschrei reingeredet. Das ist jetzt echt scheiße. Du hast nicht geschrien. Du hast ich habe... Oh, ich habe... gemacht. Na, Mann. Oh, aber ich muss zugeben, ich habe vorher noch nie geübt, aber ich muss zugeben, in der ersten Folge habe ich keinen Bock gehabt. Aber jetzt irgendwie schon, ne? Vielleicht, weil der Tobias mich bestochen hat für 2 Euro. Nein? Ja, übrigens, ich bin meine 2 Euro zurück. Nee, wieso? Du hast mich um 2 Euro bestochen, dass ich spiele. Ja, und nicht, dass ich es dir zurückgebe. Geh mir da lang. Dafür willst du am Sonntag die Sito-Partei. Ja. Ja. Die SPD. Sito-Partei Deutschland, ne? Mhm. Alle schön SPD wählen per Sito... per Sito-Brück. Sito-Brück, genau. Ah! 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 Puh. Scheiße, Alter, als wäre das Headset verrückt. Mich juckt's überall. Tobias, lass das... Ah, da ist diese Karte! El Carto, die Map. Oh, da ist das Slenderman drauf gemeint. Wunderschöne Zeichnung, mach weiter! Der kommt. Der ist wie so ein Hundehaufen. Sag das nicht so laut. Wieso? Er kann uns hören. Ja, geh nach vorne. Wir haben 3 Patches von 8 gefunden. Nach 9 da Minuten. Sind wir. Oh, das dürfte die Bevor wir da jetzt... hast du dir gemerkt, wo wir lang... Ja. Wo wir eben waren. Ja. Wo ist der Weg hin? Ach, da. Nein, hä? Das ist kein Weg. Egal. Also, weißt du, wo wir eben waren, wo diese... da unten. Weißt du, wo wir eben waren, wo diese Information war? Mhm. Weißt du? Gut. Ungefähr. Dann merken wir uns das. Hier sieht zwar eher alles gleich aus, aber mit Glück finde ich das. Nee, das war doch hinter diesen komischen Schuppen, wo wir waren. Am Anfang. Gut, dann wissen wir wenigstens da, dass diese Information da steht. Ich glaube, irgendwie werde ich das schon finden. Doch.
Fuck you. Oh, ein Ständer hinter dem Baum. Ja, das hab ich auch. Er lässt sich neue Sachen einfallen. Ja. Ein schlauer Ständer. Ha, jetzt siehst du mich nicht. Jetzt schon, jetzt nicht. Ja? Er kann dich nicht sehen. Er hat keine Augen. Ja. Das heißt, es oh, fuck. Das heißt, es was ist eigentlich. Passiert? Das heißt, es ist eigentlich egal, ob ich die Taschenlampe habe oder nicht. Eigentlich das, schon. Wenn ich so mache, ist es schon egal. Ah. Aber so siehst du mehr. Oh, da hinten ist ein Haus. Oh. Das war doch das Haus mit dem Dings. Hallo? Ja, du sollst nicht beim Fels stehen bleiben. Das ist das Schwulenhaus da. Ach so, der Oakside Park. Der Oakside Park Center. Oh. Wo auch ganz viele Menschen arbeiten. Um diese Uhrzeit. Cargo Express. Niemand kann uns helfen. Hm. Wir und unser Verstand und Slenderman allein im Wald. Ich frage mich immer noch, ob das Slenderman in diesem Fall wirklich existiert oder ob das nur. Ob das nur eine Wahnvorstellung von dieser Tussi ist. Boah. Ich bin geschockt. Boah. Oh, da ist dieser querstehende Baum. Da. Da ist eine Seite. Fünf Patches. Puh, Alter. Fehlen uns nur noch drei. Boah. Ich glaube, die Nachbarn sind jetzt wache. Nein. Geh nach vorne. Ja, ich. Spannung. Boah. Alter. Boah. Entschuldigung, ich hoffe, du setzt ja alles nicht kaputt. Das wäre scheiße, direkt nach dem Kaufen. Hier sind wir wieder am Anfang. Kommen wir wieder zurück. Da steht bestimmt jetzt der Slender. Aber was komisch ist, wenn ich stehen bleibe. Aber wenn ich stehen bleibe, wieso findet der mich dann schneller, als wenn ich mich bewege? Der hört mich doch nicht. Der sieht mich nicht. Guck, ich war schon wieder. Ich bin stehen geblieben und der hat mich auf einmal voll gesehen. Der stand hinter dir die ganze Zeit. Nein, ich habe mich umgedreht und auf einmal kam der. Das war eine Vorstellung. Boah, Alter. Ich glaube, wir schaffen die dritte Stage nie. Wir wollten das früher. Wir sind erstmal in der zweiten. Ob wir die dritte schaffen oder nicht. Meine ich doch. Ich meine eigentlich, wir kommen nie in die dritte Stage. Ich habe beides vermischt. Tja. Wir wollten das sogar am Anfang so machen, dass einer von uns die erste Stage spielt. Ja, aber wir haben auch gesagt, wenn jemand stirbt, ist der andere dran. Das haben wir auch gesagt, aber machen wir irgendwie nicht. Also auch das machen wir, aber das am Anfang haben also wir nicht gemacht. Also wenn ihr die dritte Stage sehen wollt, spult in Folge 70 vor. Es wäre schon traurig, wenn wir überhaupt so viele Folgen für das Spiel brauchen. Nein, es wäre traurig, wenn wir so viele Folgen für diese eine Stage brauchen. Das ist sehr traurig. Slender, kann das sein? Ich glaube, ich mache echt Selbstmord. Wie willst du das machen? Ich stelle mich vor den Slender. Dann schaffen wir die zweite Stage heute schon wieder nicht. Du spielst da noch. Ja, wow. Und wenn ich es auch nicht schaffe? Wir haben es ja so gemacht, dass wir ein Spiel, das ist nach einer halben Stunde abwechseln. Weil sonst spielst du ja nicht. Nee, das haben wir nicht gesagt. Doch, das haben wir gesagt. Also ein Spiel. Ah, neuer Weg. Das haben wir beide abgelehnt in der ersten Folge. Schaut es euch nochmal an. Erste, zweite Folge war das. Nee, ich meine, guck mal, dann spiel ich ja jetzt die ganze Stunde lang durch, wenn ja, ich nicht sterbe. Ja, das ist mir auch egal. Solange du es dann schaffst. Ah, 15. Ah, 14. Anstatt dann aufzuhören und zu wechseln. Du sollst dich nicht umdrehen! Alter, warum ist der noch? Warum ist der Spaß direkt warum hinter mir? Warum drehst du dich auch um? Ich schau mal, dass er noch hinter dir hinter mir ist. Es gibt extra ein Blatt, wo drauf steht, dreh dich nicht um, und warum läufst du jetzt immer wieder zu ihm hin? Hallo, ich kann nicht Enter drücken. Du musst auch nicht Enter drücken. Wenn ich Enter drücke, kommt das Ding. Komm, lauf! Komm. Du solltest vielleicht den Enter drücken. Guck mal, wie cool, ne, wenn ich jetzt ESC drücke, meine ich. Bei ESC kommt das da. Ich glaube, ich kann nicht ins Menü gehen wegen jetzt. Damit ich es nicht unterbrechen kann. Siehst du, das ist Mobbing. Egal, dann lass es. Wenn du zu oft drückst, hat er dich vielleicht. Ah! Oh, ich brauche jetzt meine Pause. So. Alter, der steht direkt hinter mir. Da steht er die ganze Zeit.
Ja, warum macht das dann nicht dieses Bildschirm so? Weil du nicht gesehen hast. Jetzt will ich mich nicht mehr umdrehen. Das sollst du ja auch nicht. Das ist der Sinn des Spiels, sich umzudrehen. Hallo Slender. Du hast dich schon der bewegt sich gar nicht. Hä? Der hat sich gar... Hallo? Das hat er nicht. Der hat sich gar nicht bewegt. Ja, das war jetzt wieder richtig schlau. Der hat sich... Scheiße, der hat sich aber nicht bewegt. Ja, aber du standst zu nah an ihn. Der hat sich... Und deshalb ich stehe auch zu nah an dir und... Und deshalb hat er dich. Okay. Das war mal wieder richtig schlaue Denkleistung von Marcel. Ja, dann sagen wir jetzt einfach... Bin ich dran. Und bis gleich.